Das ist Bailey, ein Assistenzhund in Ausbildung. Zusammen mit seiner Halterin lernt der dreijährige Border Collie all die Dinge, die ein Assistenzhund für Menschen mit PTBS können muss. PTBS ist kurz für posttraumatische Belastungsstörung, eine der psychischen Krankheiten, auf die das Deutsche Assistenzhundezentrum in Sehnde spezialisiert ist. Stefanie Baumer, Deutsches Assistenzhundezentrum. Ja. Ein autistisches Kind. Stefanie Baumer ist die Leiterin dieses Standortes bei Hannover. Wir sind spezialisiert auf alle Bereiche, haben aber festgestellt, dass wir hauptsächlich psychische Erkrankungen, PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen und Kinder mit Autismus betreuen möchten und haben dann gesagt, auf diese Bereiche fokussieren wir uns. Die Ausbildung der Hunde ist relativ unterschiedlich. Es kommt immer auch darauf an, wie gut der Halter trainieren kann, ne? Wie das Krankheitsbild uns in die Ausbildung reinspielt oder auch nicht. Wir sprechen so im Regelfall von 18 Monaten. Gemeinsam lernen Bailey, die Halterin und ihre Trainerin die verschiedenen Kommandos, mit denen der Hund seinem Frauchen die alltäglichen Aufgaben, wie zum Beispiel Einkaufen, erleichtern kann. Ja, wenn der Hund erfolgreich seine Prüfung bestanden hat, hat er natürlich Zugangsrechte zu allen Institutionen. Der darf mit in Krankenhäuser, der darf mit in Arztpraxen, in Behörden, auch in Einkaufsläden natürlich. Wichtig ist dabei, dass er seine Kenndecke trägt während der Ausbildung, hat die eine andere Farbe, als wenn er dann fertig ist. Und daran kann man dann einen fertig ausgebildeten Assistenzhund gut erkennen. Wenn wir einen Hund für posttraumatische Belastungsstörungen ausbilden, dann ist ganz unerlässlich, dass der zum Beispiel in Einkaufsläden den Hunden absichert nach hinten. Das heißt, dass der nächste Einkäufer gar nicht so nah rankommt, sondern der Mensch seine Komfortzone hat und den Abstand hat. Oder eben, dass er, wenn er draußen Panikattacken hat, dass der Hund ihn nach Hause führt, zur nächsten Parkbank führt und zu Hause zum Beispiel auch beim Betreten der Wohnung alle Lichter einschaltet, sodass der Halter nicht in eine dunkle Wohnung kommt. Stefanie Baumer begann vor 12 Jahren Hunde auszubilden. Zunächst in Form einer normalen Hundeschule. Gute Herzen. Später kam auch Ausbildung für Assistenzhunde dazu. Und seit dem 1. Februar ist ihre Schule Teil des Deutschen Assistenzhundezentrums. Die Arbeit macht mir besonders Spaß, weil wir den Menschen wirklich helfen. Also im Vergleich zum Familienhund, der natürlich auch seine Aufgaben hat, schafft es der Assistenzhund, Menschen wieder zurück ins Leben zu bringen und vor allem wieder am Leben teilnehmen zu lassen, weil die oft wirklich sehr isoliert leben, nicht mehr rausgehen können, sich nichts mehr trauen, keine Sozialkontakte mehr haben. Und ein Assistenzhund bringt diese Menschen zurück ins Leben. Baby, hol Medikamente. Noch immer sind die Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten groß. Das macht das Leben der Person mit diesen noch schwieriger. Die Hunde sind deshalb sowohl körperlich als auch emotional eine große Stütze. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es einfach auch ein bisschen mehr Verständnis von Mitmenschen für Leute, die erkrankt sind und auf einen Hund angewiesen sind. Wir erleben es leider immer noch oft, dass dann heißt, wenn wir in der Ausbildung sind, was soll der Hund hier im Supermarkt? Diese Menschen sind darauf angewiesen und ich würde mir einfach ein bisschen mehr Respekt und ein bisschen mehr Unterstützung für diese Menschen wünschen. Ach, euer Beutelchen, guck. Ach ja. Also vielen Dank. Danke. Und wir hören uns, ne? Ja. Tschüssi. Das Deutsche Assistenzhundezentrum in Sehnde. Ein Ort, an dem Hund und Mensch zusammenfinden.